Moin Moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem weiteren neuen Spiel und zwar Death Door für die Xbox Series X spielen wir es. Eine Mischung zwischen Metroidvania, Zelda und ja, also möglich. Ist auf jeden Fall ein groß gehyptes Spiel in der Indie-Szene gewesen, beziehungsweise ist es ja auch gar nicht so alt und ich dachte, wir fangen damit einfach mal an. Option, nicht so viel drin, okay. Wir fangen einfach mal an, ich bin gespannt. Ich hoffe ihr auch. Könnte also wirklich fantastisch werden. Fangen wir mal an. Neuer Speicherstand. Start. Dieser Halt. Erntekommissionshauptquartier. Endstation. Ich bin so ein kleiner. Was hab ich denn für ein cooles Schwert, bitte? Okay, jetzt mal. Mal hier hoch. Kleine Rollen kann die auch machen. Kann ich nichts kaputt machen hier? Schade. Oh, kann man reden. Hab keine Seelen. Hab keine Funkler. Hab keine Sorgen. Hehehe. Nicht so viel. So. Ja, ja, du kannst rein. Nun mach schon, Kleiner. Danke. Oh, interessiert ihn gar nicht. Gut. Wo sind wir denn hin? Ich hab da irgendwo da oben noch einen Bogen. Aber wie kann ich den einsetzen? Ah, da. War dann so und dann? So halten und wo schieße ich? Ah, okay, mit denen. Okay, man muss ja alles mal testen, ne? Das war dumm von mir. Wollte ich eigentlich nicht runter. Gut, gehen wir erstmal hier links. Geht's nicht weiter. Ja, gut. Ist hier oben noch irgendwas? Große Statue. Okay, die sagt uns noch nichts, die Statue. Dann ist es uns auch egal. Gehen wir hier links. Hier hoch vielleicht? Oh ja, das sieht schon besser aus. Sieh mal einer an. Auch schon zur Arbeit erschienen. Kein Wurm für dich. Was? Denn nur der frühe Vogel fängt... Ach, vergiss es. Egal, heute ist ein Glückstag. Es gibt nämlich eine Seele für dich zu ernten. Und zwar nicht nur irgendein Seelchen, sondern eine Riesenseele. Denk nur an die Kommission. Ich hoffe, du hast deine Ausbildung nicht vergessen. Nimm dich in Acht, denn Riesenseelen leisten ganz gern mal Widerstand. Ich mache jetzt deine Tür für dich fertig. Okay. Welchen Glück. Bei so einer großen Seele kannst du dir anschließend vielleicht sogar ein bisschen frei nehmen. Aber denk dran. Deine Tür bleibt offen, bis du mit der dir zugewiesenen zurückkommst. Während deine Tür offen steht, bist du sterblich und wirst altern. Also beeil dich. Okay. Wir ernten Seelen, damit die Türen Energie haben, sodass wir mehr Seelen ernten können und so weiter. Bis in alle Ewigkeit. So dreht sich das Hamsterrad. Wie dem auch sei, an die Arbeit und sieh dich vor. Wenn du stirbst, gibt es eine Menge Papierkram und für sowas habe ich keine Zeit. Schauen wir mal. Wo geht's denn hier längs? Komm ich noch hoch? Ah, hier längs. Wer bist du denn für einer? Wollen wir reden? Oh ja, ich liebe es zu tippen. Kann gar nicht genug davon kriegen. Schön, wenn man ein bisschen ironisch ist. Guck mal, da unten. Kann ich das kaputt machen? Das Steinding da unten. Das glitzert so. Naja, sieht so aus. Ich muss auch ganz kurz hinein und gucken, ob ich das kaputt machen kann. Dann gehen wir zur Tür. Oder ist es eine Fähigkeit, die ich brauche? Bestimmt, ne? So, uns trotzdem mal. Ne, kann ich nicht. Okay. Das ganze Spiel läuft butterweich, muss ich sagen. Natürlich, ja, was soll noch erwarten? Ist ja auch ein kleines Spiel, ne? Aber trotzdem. So. Schauen wir mal, was hier gibt. Die Tür war hier oben, ne? Gehen wir mal direkt hin zur Tür. Treten. Bin ich mal bestimmt gespannt. Das ist aber hell. Ei, ei, ei. Der Seelenhain. Aufenthaltsort der Auftragsseele. Okay.
antippen zum Abrollen. Hui. Achso, das ist so eine Art Tutorial. X antippen zum Angreifen. Ah, okay. Okay, das sind so kleine Schalter. Gut. Rätsel. Schalterrätsel. Okay, das müssen wir mit dem Bogen abschießen. Dürfte doch nicht das Problem sein. Okay. Ach guck, ich kann nicht abhauen. Was sind das für kleine Männchen, die da rumlaufen? Okay, jetzt haben wir schon mal zum Beispiel eine Abkürzung freigeschaltet, wie man sieht. Ist das die Riesen, die wir brauchen? Oh. Dämonischer Waldgeist. Oh. Oh. Tot. Oh, hüpf doch. So. Blödes Viech. Das ist meine erste große Seele, die ich dann bekommen habe. Sozusagen. Vielleicht setzen wir das Spiel auch noch für die... Oh? Was war das denn? Wird mich denn da umgehauen? Ja? Was war das? Okay. Das war doch irgendwas Komisches da im Hintergrund. Der da oben? War der das da oben? Ich weiß es nicht. Da kommen wir nicht hoch. Okay. Los, kletter. Ein merkwürdiges Viech. Okay. Keine Ahnung, ob ich ihn killen musste, aber. Die Tür erfordert einen Schlüssel, das habe ich mir gedacht. Wir müssen erstmal finden, den Schlüssel. Gucken wir erstmal da rein. Hä? Kleine Krähe!
spüre ich deine Fülle von Seelenenergie. Komm her und du kannst diese Seelen eintauschen gegen verbesserte Kampffähigkeiten. Perfekt, das machen wir mal. So. Willkommen bei der Seelenkammer. Möchtest du deine Kampffähigkeiten aufbessern? Auf jeden Fall. Stärke, die Fähigkeit des Schnitters, Nahkampfwaffen zu führen. Wenn du sie erhöhst, steigert das den Schaden, den du mit Nahkampfwaffen anrichtest, sowie deren Reichweite. Kostet 400, ich habe nur 100. Die Fähigkeit des Schnitters, schnell und präzise anzugreifen. Wird dies verbessert, so werden die Nah- und Fernkampfangriffe des Schnitters schneller aufgeladen und Nahkampfangriffe können rasch aufeinander folgen. Wird dies verbessert, so erreicht der Schnitter ein höheres Grundtempo, kann schneller ausweichen und die Wartezeit beim Ausweichen wird verkürzt. Wenn du sie erhöhst, steigert das den Schaden, den Zaubersprüche und Fernkampf anrichten. Das machen wir als erstes. Kann ich nicht. Ja, geht ja nicht, kann ja nicht. Affe. Was sagt er denn zu mir hier? Oh nein, du hast deine Auftragsseele verloren? Genau, das hätte niemals passieren dürfen. Na los, mach dich wieder auf und komm zurück. Achso, ich muss sie finden. Oh, wer ist er denn hier? Hehehe, du hast dein Auftragsziel verloren. Das ist heftig, Kumpel. Es ist jetzt jahrelang so still gewesen. Medizinische Fortschritte oder sowas in der Art, ganz schön ärgerlich. Wir brauchen mal wieder sowas wie die Pest, sonst bin ich pleite. Ja, toll. Also musst du ja wieder rein. Oh, anscheinend. Gucken, wer hier geklaut hat. Geht nicht, wenn jemand die Seele klaut hier. Arschgeigen. Okay, erst alle Gegner killen, dann geht das Tor auf. Pusht. Okay, müssen erst die Gegner killen hier. Samenpflanzen. Ich habe keine Samen. Okay, man kann auch ein paar Samen finden. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Oh! Die Affen. Das ist der Schlüssel, den wir brauchen. Na, guck mal, geht's auch da hoch. Ist das die Abkürzung? Schnell nicht. Was ist das denn da? Ah, guck mal. Du hast eine Masse von Seelenenergie eingesammelt. Die Seelenenergie kann in der Halle der Türen für Schnittupgrades ausgegeben werden. Das weiß ich ja schon. So, was steht denn da? Hier geht's zum Gipfel. Da ist die Tür, die wir aufschließen können. Ne? Ja gut. Oh. Komm. Hey, ich bin dicker, komm hier. Oh. Shit. Komm. Oh, das ist der letzte, gut. Kann ich gut ein bisschen Leben verbrauchen, denn ich habe nicht mehr so viel.
Kann man sich irgendwie regenerieren? Hier kann man anscheinend nicht, ne? Oh, schade. Das wäre auch ein Highlight noch. Da hinten nochmal links, ob ich da irgendwas verpasst habe? Ich glaube nicht, ne? Ne, da wird erst was auftauchen, wenn wir irgendwas anderes aufgemacht haben. Ja, ich glaube. Oh. Können wir noch reden? Sieh an, ein Schnitter. Meine Zeit in dieser Welt ist abgelaufen. Leider lebe ich aber immer noch. Schade, vielleicht solltest du mal einen heftigen Angriff probieren. Okay. Das war nichts. Nimm doch da und quick lebendig. Versuch's doch mal mit Anlauf. Abrollen mit A und während des Rollens RT drücken, okay. Tut mir leid, du kannst nichts dafür, das geht allen so. Ich fürchte, mein Leben geht nie zu Ende. Ich kann es nicht erklären. Da besuche ich schon seit unzähligen Jahren nach einer Antwort. Mein Name ist Stedweg. Ich bin der Hüter der Gräber auf diesem heiligen Berg. Oh, und wenn du das Gefühl hast, es macht dich stärker, dann versuch doch ruhig nochmal, mich umzubringen. Hier liegt ein Wächter der Tür, ein Bewahrer der Ordnung und ein Hafen der Verehrten. Geht nicht. Ich kann dich nicht töten. Du kannst mich besuchen, wann immer du magst, Schnitter. Na super. Na gut, dann gehen wir hier hoch. Wohin sollen, ne? Was steht da? Hier geht's zum gestrandeten Seemann. Okay, da kommen wir nicht hin, wie man sieht. Sorry. Hast du den Zwilling des Bauwerks entdeckt? Dort liegt ein Geheimnis für dich versteckt. Okay. Zwilling des... Okay. Huch. Wie geht's zum Gipfel? Na gut, dann gehen wir zum Gipfel. Das ist zumindest ein Schalter. Ah, guck mal. Du hast einen Lebenssamen eingesammelt. Wenn du ihn in einen Grüntopf pflanzt, wachsen Seelenfrüchte, die du essen kannst und deine Gesundheit wieder. Ah, guck mal. Was brauchen wir für diesen, den wir gefunden haben gerade eben? Ist da was? Nee. Können wir hier runtergehen? Ein paar Seelen. Das kann man nicht kaputt machen. Und mit einem starken Griff? Ja, auch nicht. Okay. Gut, wo habe ich diesen Topf denn gerade eben gesehen? Ich weiß es gar nicht mehr. Das war da oben, ne? Ich glaube, es war hier hinten. Ja. Das ist der Topf, genau. Ich muss doch den ganzen Weg hier durch, okay. Pflanzen wir doch mal ein und gucken, was passiert. Gut. Jetzt gibt es da oben noch diesen einen Weg, gab es da noch, ne, zum Gipfel. Den können wir auch mal nehmen. Wäre nicht gerade rausgelaufen oder rechts. Hm. Gibt es die Karte? Ja. Hier über die Brücke können wir auch gehen, ne? Und da wieder rein, ne? Na, guck
Hier geht's auch irgendwie runter. Okay, ist ein Geheimnis. Ich tue es mal ganz kurz hier links erstmal. Kann man nicht zerstören. Warte, das klappt noch nicht. Hat ein bisschen was von so einem Laserschwert von Star Wars. Gewesen. Also runterspringen kann ich einfach, ich flatter da einfach runter. Das ist nicht das Problem, anscheinend. Ja, auch ein Vogel, ne? Okay, hier geht's nicht weiter. Hier geht's noch nicht weiter. Dreierkammer, wenn die nicht trifft, dann könnt ihr dich einmal treffen. Gut. Okay, ihr könnt jetzt das pflanzen. Ja, aber wir haben ja noch drei Leben, deswegen ist es noch Quatsch, jetzt das zu pflanzen, oder? Oh nein! Oh, jetzt muss ich schon weg. Oh, geil. Leben noch bekommen. Okay. Waren schon einige. Wir haben sie erfolgreich in die Flucht geschlagen. Geht's noch nicht weiter. Das heißt, wir können nur da oben hoch. Also selber die Ansicht kann ich nicht drehen. Das macht sie automatisch, die Kamera, zwischendurch. Wenn es, glaube ich, was Interessantes gibt oder man in einen geheimen Bereich reingeht. Aber ansonsten... Ich weiß gar nicht. Ist im Moment noch gar nicht so spannend, aber irgendwie macht es Spaß. So, hier ist auf jeden Fall schon mal eine Abkürzung freigeschaltet worden. Das ist schon mal gut. Ein bisschen wie bei Dark Souls in Abkürzung. Kommt aber mal ein Schloss auf mich zu. Hüter der Tür. Okay. Oh. Okay, das war's. Oh, es fliegt auch noch. Alter Schwede. Aber schon coole Effekte, oder?
Oh, was macht er denn jetzt? Ich hab noch Bomben hier gegeben. Oh, weg hier. Okay, ich hab jetzt noch nicht viel. Ich hab auch nicht mehr viel Leben gegeben. Aber vielleicht schaffe ich es trotzdem noch. Fallen der Assi. Okay. Mein Gott. Voll daneben. Oh. Okay. Oh. Fuck. Fuck. Ah. Eigentlich. So, wir müssen mal probieren. Also, ich glaube, so schwierig war die gar ist das, glaube ich, gar nicht. Hier muss die Abkürzung sein, ne? Genau. Also mal gucken. Gehen wir nochmal rein zu dem. Hier oben durch, ja, ne? Ah, genau. Leicht nervig, die Bomben hier, muss ich zugeben. Oh nein! Oh. Oh. Okay, zwei Leben haben wir noch. Und die zwei Energiepunkte. Oh. Das Springen ist ganz schön gefährlich, weil man ab und zu diese Bomben raufspringt. Sehr blöde. Oh, danke.
Wow, das war's, glaube ich. Das Schloss. Ist jetzt die Seele auch endlich? War das der, der mir die Seele geklaut hat? Nee, ich glaube nicht, ne? Der sah ja anders aus. Ich muss einsammeln. Und da geht's auf jeden Fall rüber. Wir gehen aber mal über diese Brücke rüber. Zu gucken, ob wir irgendwas finden hier. Wieder. Hier geht's zu überwundeten Ruinen, okay. Hier geht's zum Gipfel. Jetzt die Frage, ob ich das erstmal hier hin soll. Schalter drücken hier. Okay, das ist die Abkürzung hier unten, ne? Zu dem Wächter hier. So, wir müssen einmal noch mal zur Tür rein, glaube ich. Zu der irgendeiner Tür hier. Weil. Weil. Hier, können wir rausgehen, können wir uns immer auf jeden Fall verstecken. Zu dem und fragen den mal, was er genau wollte. Willkommen bei der Seelenkammer. Möchtest du eine Kampffähigkeit auf einen? Klar. Sollst du gucken. Wenn du sie erhöhst, steigert das den Schaden, den du mit Nahkampf anrichtest, sowie deren Reichweite. Das würde ich machen, glaube ich. Nächste würde 600 kosten, die anderen kosten 400. Ja, super. Aber ich glaube, das soll es gewesen sein für heute. Wir gehen beim nächsten Mal wieder rein. Ist ein relativ spannendes Spiel, muss ich sagen. Hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.